Schön. So dick bin ich nicht. Die Leute kriegen ja einen ganz falschen Eindruck. Ach, das stimmt. Das stimmt. Für alle hier, Koja ist nicht dick. Nein. Ja, ist so, für unsere Verhältnisse ist Koja vielleicht ein bisschen dick. Ne? Aber, ja. Das stimmt. Man muss wissen, ich wiege unter 70 Kilo. Ja, er ist Italiener, die sind sowieso nicht groß. Also gibt euch da keine Illusionen. Ich bin 1,78. Eigentlich 77. Aber obviously steht im Ausweis. Cool, wer einmal lügt, dem glaubt man nimmer. Nein, ich habe auch ein kleines Bäuchlein bekommen. Ja. Da kann man auch nichts machen. Ich wusste, dass du angegriffen wurdest, aber ich habe nicht auf deine AP geguckt und hätte nicht gedacht, dass es so viele sind. Tja. Das zusammen führte zu diesem sehr traurigen Ergebnis. Es tut mir auch leid. Aber sowas von gelogen. Oh, ich habe es extra so langsam gesagt, damit es ehrlich rüberkommt. Nicht, weil ich dich täuschen wollte, sondern weil ich wollte, dass dir besser geht. Daran sieht man, ob die kriminelle Energie erst. Guck mal, das ist wie auf dem Raumschiff, da ist die Antriebsenergie, die kannst du auch in die Schilde leiten. Und so kannst du kriminelle Energie auch in Liebe umwandeln. Der Grad, ja. Zwischen Freundschaft und Kriminalität ist sowieso sehr gering. Sehr gering. Ja, nicht schmal, gering. Oh mein Gott. Hast du genug Mana? Ich kenne den Boss nicht, könnte schon sein. Okay. Wahrscheinlich spielt diese Kante eine sehr große Rolle in diesem Kampf. Oh. Ja. Das mag wohl stimmen. Und schon was Spezielles passiert? Ja, so Psycho-Pflanzen greifen an. Naja, ganz unterhaltsam, ne? Jo. Ich wollte es gar nicht so ehrlich sagen. Ey, sieht man auch mal, seriously, was für Arschlöcher wir eigentlich sind. Das stimmt. Und hier kann man nicht runterfallen. Sei doch froh. Eigentlich ganz schön hier. Guck den hier oben offen, damit sie im Weltraum auf die Pflanzen genug Licht bekommen. Ja, die finale Schlacht gegen Warp 2 hat gewonnen. Ja, spielen und reden. Warp 2, dein letztes Stündlein hat geschlagen. Pokéball flieg. Bin's dann. Dieser Tackle ist sehr effektiv.
Oh, was ist denn das für ein Spezialist? Oh, oh, oh. Komm mal. Ich bin gestern. Ich bin in der Bubble. Alles gut, alles gut, Junge. We did it. Die Botaniker. Wow. Ist das nichts für dich? Weiß ich nicht. Solche Sachen, da weiß ich immer nicht, ob das eigentlich gut ist. Mach einfach Bedarf. Mach einfach Bedarf, gut, ja. Nein, das ist bestimmt noch irgendwo ein schlechteres. Oder wo man mit Sicherheit sagen kann, ist ein schlechteres Ding. Na, wo ist es denn? 70. Ach du Scheiße. Boah, guck mal, hier kann man ja raus. Gruppe verlassen. Mal kurz auf den Desktop. So. Dun, 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 dun. Also. So, dann machen wir hier dieses Quest. Und tragen schon mal für nächste in ihrem. Battleground würde ich meinen. Ja, wir müssen auch, ne, die Innis noch wollen wir ja alle zeigen. Und weil wir schon 69 sind, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt die noch eine Inni durchziehen. Meinst du, wir schaffen die schon? Welche kommt denn als nächstes? Sag ich dir gleich, ich muss erst Licht der Morgendämmerung hier reinmachen. Ich brauche übrigens dringend mal einen Lehrer. Dann könnte ich Zauberreflexion machen und Befehlsruf. Das wird auch um einiges helfen. So, mit den Inis sieht das so aus. Entweder Arcatras, Öffnung des dunklen Portals oder Terrasse der Magister. Haben wir Schattenlabyrinth schon gemacht? Mhm. Ah. Ich zeig den Beweis. Ich glaub's dir, ja, bevor wir hier noch Zeit verlieren. Ich glaube, ja. Aber ein Lehrer könnte trotzdem nicht schaffen. Das Schattenlabyrinth bezwingt Mörmer. Was kostet das Licht der Morgendämmerung? Einheilige Kraft nur? Jetzt skaliert das mit heiliger Kraft. Ah, ja, pro Aufladung heilt es. Im Prinzip wertlos, weil ich ja eh schon ein Single-Target hier habe, der das kann. Toll, dass ich immer nur Scheiße kriege. Der Sachen kriege, weißt du. Oh. Also du hast dann schon die ganze Zeit genau den Zauber, den du brauchst. Du brauchst eigentlich gar keinen Heal-Zauber. Und dann kriegst du doch noch einen, den du zwar nicht brauchst, aber du kriegst noch einen und beschwerst dich, oder? Du bist schlimmer als Scooby. Nee, Scooby, guck mal. Die ganze Zeit warte ich, dass ich endlich dieses Ding kriege. Und dann ist es ja, sieht es ja auch scheiße aus. Das war mir schon klar. Und trotzdem dachte ich, habe ich mich jetzt sozusagen damit abgefunden.
und dachte, boah, wenn es wenigstens toll ist, ne, dann lohnt sich das ja. Ne, ne. Das ist gut, hier muss irgendwas sein. Bist du im Gebäude drin? Wo bist du? Ich bin hier hinter. Oh, hallo. Elsa-Wolk, das ist bestimmt ein Titan. Quatsch, ein Riese. Der wird da nicht drin sein. Ich meine, es ist ja kein Problem, auch denen jetzt zu zeigen, wenn wir schon 70 sind. Nur um das mal so anzumerken. Ne? Das schon, aber wenn man es effizient gestalten kann, warum nicht? Selber blöd. Ich finde die nicht. Wo könnte der wohl überall langlaufen? Ich weiß nicht. Steht auch in der Quest-Beschreibung drin. Ich komme. Boah, wie weit weg. Ja. Sick. Ja, da muss man manchmal echt knallhart sein und einfach immer weiter suchen. Ja, bei World of Warcraft kann man sich auch ziemlich darauf verlassen, dass die Quests schon funktionieren. Ja. Oh, was ist das süß? Licht der Morgen. Oh. Licht der Morgendämmerung. Ja, oh Mann. Oh mein Gott. Licht der Morgen, der Morgen. Fukushima Lightning. Licht der Morgen, der Morgen. Okay. Haha. Screw you, guys. Gut, an welches hast du zuerst gedacht? Alcatraz. Das glaube ich, ganz hart. Habe ich überhaupt Gruppenbeitritt gemacht? Also ich bin drin. Dann habe ich Gruppenbeitritt gemacht. Kannst du nicht einfach Ja sagen zu mir? Muss das immer so eine Auseinandersetzung sein? Oh, ja. Ich bin auf dem Desktop. Oh, in der besten Stelle fliegt Koja auf dem Desktop. Boah, da bin ich schon wieder. Ja. Manche Leute schreiben einem Skype immer nur dann an, wenn man gerade ein Let's Play macht.